wir arbeiten hier, da kommen schon die zwei Nächsten. Wieder soweit. Die Kaiserwiesen 2024 eröffnet heute. So soll es sein. Endlich wieder Brauchtumszeit. Und wir von der RTV sind natürlich dabei. Zeit. Robert, bist du ein Wiesenfan? Ich bin natürlich ein Wiesenfan. Wie du ja weißt, bin ich ein großer Fan des FC Bayern München. Dadurch habe ich das Oktoberfest quasi im Blut. Und jetzt habe ich es in Wien auch so ein großartiges Fest. Einmalig. Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf und gehe auch oft hin. Das ist doch wunderbar. Trinkst du auch gerne Maß? Ich trinke gerne eine Maß und oft eine Maß und viele eine Maß. Ich habe ja Gott sei Dank, bin ich ja aufgewachsen im zweiten Bezirk, wohne hier und kann dann zu Fuß heimgehen, aber manchmal dauert der Weg doppelt so lang. Das gebe ich schon zu, wie ich sehe immer auf den Kilometern, auf den Schrittzähler der App. Da denke ich mir, na bumm, gestern bin ich viel gegangen, aber du weißt ja, wie das ist. Man geht ja dann mittels Schlangenlinien heim und geht vielleicht noch in das eine oder andere Lokal. Aber es ist Wiesenzeit, hallo, das muss man ausnützen. Da darf das sein, das ist richtig. Das, ja. Sein, ne? Das ist richtig. Dann wünschen wir dir eine schöne Wiesenzeit. Dankeschön. Genieß es. Und trink was kurz. Werden wir machen. Dankeschön. Kaiserwiesenzeit. Hast du dich schon gefreut? Sorry. Natürlich. Auf die Kaiserwiesenzeit freut man sich jedes Jahr. Und du, mehr Spritzer oder mehr Bier? Eher Spritzer. Ich meine, eher auf der seichten Schiene, weil ich muss zugeben, ich vertrage jetzt nicht viel. Deswegen muss ich da immer ganz vorsichtig an die Sache rangehen. Oft ist es ja so, dass ich ein Getränk trinke und das schon spüre. Also ja, lieber seicht. Dann wünsche mir eine schöne Kaiserwiesenzeit. Genieße es, gell, und feier schön. Danke dir. Kaiserwiesenzeit. Bist du ein großer Wiesenfan? Also ich bin die letzten Jahre immer wieder da gewesen und natürlich nach einer Zeit, weil du ja auch Begegnungen hast und viele Gespräche hast, ist die Wiener Kaiserwiese ein Wahnsinn und hat sich auch entwickelt als eine sehr sichere und super tolle Wiesen. Brauchtum ist sehr, sehr wichtig. Und wie schaut's aus? Ein Bier geht auf der Kaiserwiesen? Also Bier wird immer gehen auf der Kaiserwiesen. Das ist ja dementsprechend, dass du viel unterwegs bist. Da muss man halt aufpassen, ein bisschen, wo das alles hängen bleibt. Aber Bier wird immer gehen. Na, dann wünschen wir eine schöne Kaiserwiesenzeit und freuen uns heute auf die Eröffnung. Auf das freue ich mich, auf eine sichere Wiesen. Danke. Herr Bürgermeister, ich komme jetzt einmal zu Ihnen. Wie geht's Ihnen denn, wenn die Kaiserwiesen eröffnet wird? Na, da kann es ja nur großartig gehen, wenn ich so jetzt in die Menge schaue und sehe, dass viele Menschen zu uns gekommen sind, hier auf die Kaiserwiesen in der Wiener Prater, viele Wienerinnen und Wiener, aber auch viele Menschen aus den anderen Bundesländern, zum Teil sogar aus dem Ausland, die extra hierher gekommen sind, um gemeinsam mit uns zu feiern, und das ist schön zu sehen. Wir können hart arbeiten in Wien, aber auch gut feiern, und ich glaube, das wird ein guter Beweis dafür sein. Vielleicht ist es jetzt ein guter Moment, auch den Wiesenwirt, den Johann Bittermann, hier zu Wort zu kommen zu lassen. Lieber Johann, bevor wir dann gleich den Bieranstich machen, ich glaube, du kannst das ja auch schon immer erwarten, oder? Naja, das ist eh ganz klar, wenn du das ganze Jahr mit einem tollen Team daran arbeitest, und an dieser Stelle wirklich ein herzliches Dankeschön an mein kleines, aber feines Team und natürlich allen Besuchern und Besucherinnen, was heute wieder so zahlreich zur Eröffnung erschienen seid. Ihr seid nämlich genau das, was uns die Kraft gibt, damit wir so eine Veranstaltung machen, immer wieder Kraft finden und dass wir dann ausgelassen miteinander hier im größten Wohnzimmer Österreichs gemeinsam feiern können. Und eins, zwei, drei! Na, das waren auch zwei, oder? Zwei oder drei? Was war das jetzt? Das waren dreieinhalb herum, aber das hat richtig gesessen. Traumhaft. Hans Klaus, wunderbar gemacht. Anzapft ist. Wunderbar. Die Der Bierpapst auf der Kaiserwiesen. Conny, wie gefällt es dir? Also es ist hier immer eine sehr, sehr gute Stimmung, weil es ist hier, obwohl viele Leute da sind, nicht überfüllt. Es ist so, dass jeder sein Bier kriegt und das ist ein gutes Bier. Weitere Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Hauptsache es schmeckt, oder wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag auf der Kaiserwiesen. Prost dir und deinen Zuschauern. Adi, du bist Wiesenfan? Totaler Wiesenfan, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich war auch die letzten Jahre immer in München am Oktoberfest und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich nicht so weit habe zu einer geilen Party. Und du bist eher Bier- oder Spritzertrinker? Du, ich war bis vor kurzem Biertrinker, dann hat mir irgendwer gesagt, ich habe Glutenunverträglichkeit und seitdem nur mehr Wein. Naja, okay. Aber Wiesen, Bier und Brauchtum gehören ja zusammen, oder? Absolut, absolut. Da darf man was trinken, da darf man schon bis spät essen. Also ist eh schon eins. Schon glaube vor 12. Da darf man immer was trinken, klar. Na, dann wünsche ich mir einen super Tag noch auf der Kaiserwiesen, gell? Dankeschön, euch auch. Viel Spaß, gell? Danke. Du bist ein Wiesen-Fan? Ein Riesenwiesen-Fan. ja, nein, ist leiwand, ja, seit letztem Jahr. Seit letztem Jahr, vorher nicht? Nein, davor wurde ich ja nie eingeladen. Ja. Bier oder Spritzer?
Ja, ich glaube, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Sehr brav, dann wünsche ich mir da einen super Tag noch auf der Kaiserwiesn. Was heißt, Dankeschön. Torwart-Legende Otto Konrad auf der Kaiserwiesn. Bist du ein Wiesengeher? Naja, ich bin ein Grazer, lebe in Salzburg. Also das ist sehr nah an der richtigen Wiesn in München. Zwei, dreimal im Jahr gehen wir, ja. Auf die Wiener Wiesn, muss ich sagen, bin ich heute das zweite Mal. Weil es ist ein, München liegt näher wie Wien. Bier oder Spritzer? Bier, ganz klar Bier. Ich bin absolut kein Weintrinker. Na dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag auf der Kaiserwiesn. Genieß es und ich hoffe, du kommst mal zu einem Konzert von mir. Das werden wir machen. Muss man die Termine noch sagen, okay? Alles klar, ciao. Die Kaiserwiesn 2024 ist offiziell eröffnet. Es ist die Hölle los. Alle haben Spaß, alle haben was zu trinken. Einfach wunderbar. Ich spiele natürlich auch auf der Kaiserwiesn am 2. Oktober, am 8. Oktober, am 9. Oktober und am 10. Oktober. Kommt vorbei, wenn der Alex Rebisch die Kaiserwiesn rockt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch an alle auf der Kaiserwiesn. Alexander Rebisch für ARTV.